Das Oma erstmal vortragen. Auf die Straße. Du hast mich eigentlich nicht mehr vortragen. Na komm, Oma trägt erstmal raus, ja? Hier kannst du noch nicht fahren, Schatz. Komm, wir gehen bis vorne hin erstmal. Da vorne fährt sich dann schön. Ich mach mal noch ein Foto von euch. Dreien mit den Rollern hier. Komm, mein Süßer. Ja, mit Willi. Willi, soll ich nehmen oder kriegst du es hin? Hier vorne geht's dann. Hier vorne kannst du, dann stellt ihr euch hier nochmal vor das Tor. Besser, ne, mein Kleiner. Dann mache ich ihn. Humus. Hier geh mal lang. Uiui. Jetzt fangen wir erstmal links. Okay. Oh, das kannst du mal super. Willi. Wollen wir hinterherfahren? Pass nur auf, dass du auf der Straße bleibst. Die anderen sind schon ganz weit weg. Und nachher fahren wir mal schön ans Wasser, ne? Auch nicht hin. Das machst du toll. Cookie fahren, ne? Schöner auf der Straße bleiben, ne? Ja, prima. Könnte sein, aber wir passen auf, ne? Oma hört das und wenn Oma hört, dass ein Auto kommt, dann nehme ich dich an die Seite, okay? Du musst also keine Angst haben. Oma passt auf. Oma passt auf. Ne? Oma hört das, wenn ein Auto kommt. Und dann kann sie dich zur Seite nehmen. Ruhig mal, man hört schon das Wasser. Ja, ne, da muss man aufpassen, ja klar. Ruhig mal. Hörst du das Wasser? Da musst du aufpassen, ja, auf jeden Fall. Wenn wir noch ein Stückchen hinfahren, siehst du es auch besser. Weil hier plätschert es schon richtig doll. Da? Siehst du es jetzt? Wie schnell das hier fließt? Ja, so doll, ne? Da hat es schon Kinder gegeben, die haben ihre Köpfe durch die Dinger gesteckt. Und da drüben ist so ein Ding nicht. Das sieht aus, Oma. Da fließt es lang und unten fließt es runter, ne? Da drüben bauen sie ein schönes neues Haus, das ist schick. Ein richtig schönes Haus ist das. Ein bisschen aufpassen, dass du nicht in den Graben fällst. Und Omi passt auf, dass kein Auto kommt, okay? Der steile Berg ist da vorne. Ganz da vorne. Erst. Aber du kannst auch, wenn du möchtest, jetzt schon zurückfahren. Sonst kommt ein Motorrad. Motorrad? Ein Motorrad. Moment nicht, ne?
Im Moment kommt kein Motorrad, Schatzi. Da können wir langsam losfahren. Okay. Mal sehen, wann Mami und Onkel Jesse wieder zurückkommen. Und wenn die dann wieder zurück sind, dann fahren wir mal schön zum Wasser, ja? Das machen wir. Ans Meer. Pass auf. Pass auf, jetzt gleich kommen sie. Oma sieht sie schon. Mal sehen, ob du sie auch gleich siehst. Pass auf. Mal gucken. Guck nach vorne. Horch mal. Hast du sie schon? Da sind sie. Guck, da sind sie. Guck, da kommen sie. Mach Winke, Winke. Mach Winke, Winke. Da ist ja mein Schatz. Der ist ganz toll gelaufen bis hierher. Und das ist ja knapp. Das ist richtig. Geht da? Nicht? Warum? So. So. Heute haben wir Dienstag, den 23. April. Und wir sind jetzt hier in Plage de Arbelo. Und wollen mal an den Strand gehen. Warte doch mal auf Papa, du kannst nicht mit zwei Hunden alleine. Guck mal, ob hier am Strand Hunde sind. Sind, ne? Gut. Dann kann man sicherlich auch mit den Hunden runter. Ich glaube, es ist... Warte mal auf Papa. Weil das ist kacke, wenn du die jetzt alleine hast. Wenn ich das geahnt hätte, dann wäre ich mit Jesse selber zum Arzt gegangen. Vielleicht macht er das nicht so wie der Schneider. Ja, bei Frederik hat das doch aber auch gemacht. Hier, so geht das nicht. Wenn er so tief in das Wasser reingeht, dass er bis zum Knien verschwunden ist. Jetzt war der bis... Hier, guck dir das an, der geht in die tiefen Löcher. Jetzt hat er alles oben im Schuh drinne. Na, eigentlich dürfte das nicht sein, weil die Hose geht über die Schuhe. Aber das ist ja, ist das eine richtige Gummihose? Eine richtige Gummihose ist es nicht, aber... Naja, dann... Müssen wir mal sehen, wo wir irgendwas finden. Ich weiß ja nicht, in welche Richtung das günstiger ist. Weil hier in die Richtung ist es recht voll, ne? Wir müssen auf jeden Fall irgendwas finden, wo es ein bisschen trockener ist. Jetzt hörst du auf. Sind aber wirklich extrem viele Leute unterwegs am Dienstag. Ich sag doch, es kann ja nur so sein, dass die Ferien haben oder irgendwas. Aber was soll denn das für Ferien sein? Die Joy hat heute einen Praller. Das ist da hinten das. Ja, da in der Mitte, genau. Ja. Und wenn wir da oben, wenn wir da gestanden haben auf den Dünen, haben wir auf diesen Ort hier drauf geguckt. Von Weitem. Und das andere ist da dazwischen irgendwo, ganz da hinten dazwischen. Ist das, wo wir sonst immer waren. Aber wir sind auch schon mal hier gewesen. Ich glaube, wir sind mal nach hier gelaufen. Und zwar von dem Ort sind wir mal die unteren Dünen lang bis hierher gelaufen. In dem anderen Ort war auch so eine komische Mole oder was das da war. Das war das allererste Mal, wo wir hier gelaufen sind. Hat sie nachher irgendwo hier zwischen die Steine schmeißen. Es ist ja nicht wirklich Kacke drinne. Es ist nur so ein Klecks, aber weil die so blöde geguckt haben.
vielleicht dürfen Hunde gar nicht hierher. Die anderen sind doch auch mit Hunden da. Da waren doch auch Leute mit Hunden. Onkelchen hat keine Strandhose. Ja. Ich gehe mal schnell mit Joy vorne ans Wasser. Ja, ich würde sagen, da irgendwo, wo es trocken ist, da bei den Steinen, kann man es hin platzieren. Joy, du kannst jetzt hier nicht Kaka machen. So, wir sind jetzt hier direkt am Meer. Hier ist jetzt gar nicht so viel los. Hier hinten da vorne war so richtig voll. Ja, wir hatten jetzt ein bisschen Stress, weil wir in Deutschland anrufen wollten und wir haben uns gar nicht durchgestellt. Und behauptet, dass die Nummer nicht vergeben ist. Ich glaube, es ist jetzt Flut. Es ist jetzt richtig angenehm warm, obwohl die Temperatur jetzt selber nicht so sonderlich hoch ist. Es ist dadurch, dass das windstill ist und die Sonne so schön scheint, sehr angenehm jetzt hier. Und die See ist auch relativ ruhig. Eigentlich wollten wir da hinten raus, wo wir immer waren. Und sind jetzt aber hier an den großen Strand gekommen. Das Meer kommt aber schnell zurück. Nicht, Joy? Ja. Ist richtig herrlich jetzt hier. Wir wollen uns mal eine Stelle suchen, wo wir mit dem Willi und so. Ein Scheinchen selber schreiben. Das kann man ja machen. You feini. Die Mama hat gepupst. Also ich hatte heute Morgen an die Schule das schon geschrieben, hatte ich dran gedacht, ne, aber das mit der Lu, mit dem Auge, ich finde, das ist jetzt wieder schlimmer geworden mit der Salbe. Mal wie die plinzelt. Denn die Tage zuvor, ja, dann lassen wir sie jetzt einfach weg. Deshalb reingemacht, weil es ja gestern schon so schlimm war. Ohne Salbe. Ich weiß doch auch nicht. Billy, kriegen wir ein Foto hin, wo du lächelst? Lächle mal die Mama an. Sieht ja so aus, als hätte... Es war feucht, Jessie, ne? Da holst du dir einen weg. Da muss man nehmen. Hast du noch so ein Foto von mir und Billy, die Lüge, die wohl in diesem Kauf? Ja, nein.
jetzt barfuß hergelaufen? Nee, mit Latschen. Ach so. Aber auf die Latschen musst du mich hier jetzt draufsetzen, weil es kalt ist. Ach so. Ja, sieht man schon, wie flink das jetzt hier näher kommt, ne? Ja, wir warten dann noch eine Stunde. Und dann sind wir weg. Aber wir können hier nach oben flüchten. Man kann ja hier hochgehen. Ja, der hat eine gute Konsistenz. Die richtige Feuchtigkeit. Ja, es kommt ja auch mal drauf an. Das ist so nervig mit den Erden. Das ist so nervig mit denen. Nee, das geht natürlich nicht. Vor allen Dingen, die können rausrutschen. Willi? Willi, guck mal, geh mal raus da aus dem Wasser. Mensch und Kinder, es reicht jetzt. Hörst du auf? Mensch, geht doch weiter mit euren Kötern, anstatt noch blöde zu... Ja, das habe ich doch vorher nicht gewusst. Ich wusste ja nicht, wie es heißt. Da muss man eben noch mal gucken. Oder ich frage James noch mal, ob der mir sagen kann, welches die richtige ist. Pass auf, dass die nicht rauskriechen, Raimund. Die darf nur nach vorne ziehen. Wir sind jetzt beim Hadelot Castle, wollen mal unser Mittagchen essen. Leider ist jetzt die Sonne schon nicht mehr so da. Wir hoffen mal, dass sich das Wetter hält. Ich glaube, das Wasser ist heiß genug. Wenn ja, mache ich dann. Ich will erstmal ganz kurz was filmen hier. So, wir haben jetzt hier unser Dings aufgebaut. Unsere Decke, unseren Kocher, unser Mittagstisch. Ich mache das gleich, ich rühre gleich. Bei uns gibt es heute Linsen. Super. Hallo! Du lustiges Gesicht! Lisi! Guck mal, Elisi! Lisi! Da, wo ist Oma? Elisi, guck mal, da ist Oma! Hallo! Oma muss mal ein Bild mit Jessie machen. Das ist ein Schwienematzchen. Doch, als ein Jahr vergangen. Ah, sie freut sich dabei. Na, dein Schwesterchen. Doch, als ein Jahr vergangen. Sie muss es erstmal hinterschlucken, sie schluckt ja gar nicht. Das kommt ja alles wieder raus. Da war der Kuckuck. Musst du mal mit dem Löffel mal so nachgiegen. Hallo, hallo. Was, du winke, winke, Oma? Winke, winke, Oma? Winke, winke, Oma? Ja? Hi. Omi will Mittagsschlaf machen. Sie hofft, dass sie auf diese Art und Weise ihren Mittagsschlaf machen darf. Hallo, winke, winke. Winke, winke. Deswegen brauchen wir den heute nicht.
Da geht's ihn nicht. Das stimmt. Ne? Und Horrod müssen wir noch suchen, ne? Horrod? Horrod. Aber Horrod ist irgendwo im Ferienhaus. Was immer auch Horrod ist. Ab, damit jeder mal da war. Weil es ist ja ein schöner Rundgang eigentlich. Ne? Ja. Da würde ich dann aber allerdings nicht mitnehmen bei der zweiten Runde. Wenn es da runterfällt und ins Wasser reinfällt, dann ist es weg. Auf, dass er nicht ins Wasser fällt. Also. Nein. Das wäre gegangen. Also Michael, du siehst ja irgendeinen Balken, wo du dich draufsetzen kannst. Nein, 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 nein. Wo soll ich was denn jetzt drauf wieder nicht? Zum Scheiß ist das Kacke. Ja, das war total witzig. Nee. Ich weiß jetzt nicht, wir können jetzt hier mal warten. Jesse, wir warten jetzt mal hier, du gehst auf Toilette. Das ist ja hier im Innenhof und kommst wieder zurück, dass wir einmal um die Burg gehen können mit den Hunden, ja? Sonst können wir ja jetzt hier. Oh nee. Doch? Brauchst du nur dran vorbeizugehen, Alter. Aber weißt du, was hier nicht mehr ist? Die haben das von den Dings weggemacht, von Alice aus dem Wunderland. So viele, so platt gedrückte Dinger. Der kleine Willi, Mann. Dass du mich einsperren kann. Ach, Gott sei Dank.
Ein Getränkespender. Hm? Joy? Die haben mir die Sachen von Alice aus dem Wunderland weggemacht. Yes. Bist du müdlich, mein kleiner Pupsi? Jemand sehr müde. Du hast ein Problem mit deinem Überfallen. Aber du hast den Glück. So. Aber ich gebe nicht. Schade, die Kapelle ist zu. Mann. Ich dachte, die ist offen. Ja gut, du hörst es, weil die Treppe direkt bei dir im Zimmer verläuft. Ich höre die Geräusche von unten bei dir im Zimmer auf total laut. Das hast du schon nie mehr Theater. Oh, heute Nacht war das fein. Ich habe mir dann den Ohrstöpsel auf die andere Seite gemacht, den Kopf ins Kissen gedrückt und habe mir gedacht, juhu, ich bin nicht diejenige, die sich darum kümmern muss. Weil früher musste ich immer dafür so. Es war schon so oft, dass er mich töten wollte, der Mann. Ich muss mal vorne leicht angeben. Obwohl, was gibt es zum Abendbrot? Noch nichts. Okay, ja, das können wir mal sehen. Ich behalte mir das vor. Ich finde das Kindesrecht frech geworden. Das ist eine normale Frage. Alter, was hat er denn jetzt gemacht? Vielleicht ist es ja bei meinem Kind andersrum. Jetzt ist es frech und wenn es dann so groß ist, ist es vielleicht nie. Stimmt, ich bin sehr froh. Ja, also du wirst nie sagen können, dass du mal das erlebt hast, dass es lieb war. Oh Mann, cool. Ich, hab ihn so ich kann wenigstens behaupten, dass das Kind mal irgendwann, früher vielleicht. Mal. Ich fand das war. Ja, das war mir auch klar, dass ihr irgendwas wehgetan hat. Und wie sieht das anders aus als sonst? Wahrscheinlich, weil sie so viel abgeholzt haben. Nee. Da könnte ich ja mal da so auf den Weg stellen, dann mache ich mal ein Foto. Wir sind hier verboten. Aber jetzt höre ich wieder Frag. Also, das ist ja doch nicht groß. Oh, was ist mein Fröschen? Ja, die haben mir alles abgesenkt.
Wasserbüffel haben noch so ein, nee, ich weiß nicht, also, ich meine, die sehen ja schon riesig aus. Wow. Die sind schon beeindruckend. Da sind gefährliche Tiere, Jessie. Jessie, geht's dir gut, Jungchen? Jungchen, hey. Hallo! Was macht man jetzt, Willi? Willi, was macht man jetzt? Ah, hochheben kann ich ihn nicht. Ich fühle mich wirklich wie nach dem Sport unterwegs. Sackgasse, die nur Sünder gehen dürfen. Ach so, das hätte ich machen können, du kommst doch da gar nicht klar mit. Oder schiebst du her, nicht holen raus. Was habe ich hier gemacht? Ich war blöd. Den Stock, ne? Das stimmt. Den habe ich mir mal geschnappt. Nicht drüber beugen, Willi. Das ist aber meine. Na, es wäre jetzt sowieso für Willi am Strand nicht mehr so hier Ecken gewesen. Ist doch ganz schön frisch, ne? Scheint aber auch noch ganz schön voll zu sein, das Ganze. Da kommen doch schon wieder welche entgegen. Alter. Jetzt hier halten sich alle nicht an das, was da vorne dran steht. Ich hätte mich dran gehalten. Hab ich. Ihr wolltet. Ja. Weil ich bin vorbildlich. Ich würde das so nicht machen. Ja, ich trau mich aber nicht alleine.
Dünnschiss. Darf man ja links. Oh, das riecht aber hässlich. Die haben sich unterkühlt, garantiert. Auf dem kalten Steinfußboden. Ich hab da keine Lust mehr drauf. Ich hab keinen Bock darauf. Ich geh zurück. Ja, die gehen links hoch, natürlich. So, jetzt sind wir nämlich genau an der Fabrik, wo wir es gestern von Weitem gesehen haben. Sieht schon ein bisschen seltsam aus, das Ding, ne? Ja, und hier praktisch, ich habe da so ungefähr gestanden. Da hinten ist der Eingang und bis dahin bin ich gegangen. Und von da habe ich es fotografiert. Der richtige Eingang ist da vorne. Ich weiß nicht, da kann man wahrscheinlich gar nicht drauf. Aber es ist schon interessant, das Ding, ne? Stimmt. Frag mich, wem das privat gehört. Da haben wir den komischen Kasten. Also, es hätte mich wirklich mal interessieren, wann das Ding aufgegeben wurde, weil die Diskothek, das ist ja das Bürogebäude von diesem Ding. Und die ist ja auch schon ewig gewesen. Und da muss das ja bestimmt schon ein paar Jahrzehnte lang komplett aufgegeben worden sein. Wenn ihr nicht erzählen konntet, ihr habt denn schon das Gefühl, dass die Diskothek